Herzlich willkommen zu diesem Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir haben im letzten Part uns in Hateno umgeschaut, haben mit einigen Personen gesprochen, haben uns hier sehr viel umgeschaut, haben herausgefunden, dass die Firma, die Bauunternehmensfirma Yolanda, diese neumodischen, recht, ja, ich sag jetzt mal, billigen Häuser herstellt und dass da vorne dieses Haus zum Verkauf steht, nur dass irgendwie der Chef nicht da ist. Und ich will mich hier jetzt aber nochmal umsehen, ob wir nicht doch irgendwie die Möglichkeit haben, dieses Grundstück zu kaufen. Oh, was ist eigentlich hier hinten? Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Halt, Moment, was ist... Moment. Ach, man kann hier gar nicht hin. So, jetzt will ich mir noch schnell die Äpfel hier nehmen. Wir machen es nämlich einfach so. Dann braucht man keine Axt. Das Bombenmodul hat erhebliche Vorteile gegenüber anderen Modulen. Es ist einfach, um Gegner zu besiegen, universell anwendbar. Und Moment mal, hier sind ja auch noch Leute. Das habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Alter, das kann man doch überhaupt nicht sehen. Was ist das denn hier? Hallöchen. Kann ich dir weiterhelfen? Wer bist du denn? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur schwer Käufer. Also haben die Dorfbewohner entschieden, es abreißen zu lassen. Nee. Ich kaufe das hier. Was ist das denn für einer? Ich kaufe es. Der hat vielleicht Nerven. Also gut, ich erklär's dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Die Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rubine? Wenn du es also kaufen willst, sprechen wir von, ich sage es nochmal, lockeren 50.000 Ver... Was? Soll ich den jetzt anschwindeln? Ach, komm, ich kann zahlen. Ha, unmöglich, aber wenigstens hast du Ambition. Ach, das erinnert mich an mich selbst, als ich in deinem Alter war. Also gut. Pass auf, ein Sonderangebot nur für dich. 3000 Rubine. Aber zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Doomstar, Torda, hört gerade mal auf. Jawohl. Geile Sache, Leute. Aber 30 Holzbündel. Wir haben gerade nur 17 Stück. Ja gut, ich würde sagen, wir können ja schon mal versuchen, ihm die zu liefern, ne? Finde es eigentlich ganz gut, dass wir hier recht schnell dieses Haus bekommen können. Weil Links eigenes Haus. Was gibt es Chilligeres, als für einen jungen Mann, alleine stehend, eine eigene Bude für wenig Geld zu haben? Das Witzige ist, 50.000 Rubine ist für diese Bruchbude ja noch ein recht realer Preis. Nur, dass man im realen Leben halt nicht einfach irgendwelche Edelsteinchen in Steinen findet. Und, na komm, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Holz fällen. Hey, was ist das denn hier? Oh Mann, man hat mich also nicht vergessen. Du sprichst ja. Ist es denn möglich? Kannst du mich hören? Ich glaub lieber nicht. Nein, das soll mir reichen. Wenn du mir antworten kannst, kannst du mich ja offensichtlich hören. Reden wir. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewährte Leben gegen Geld. Keine große Sache. Ist doch nichts dabei, doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser erbarmungswürdigen Gestalt, einem Schatten meines früheren Selbst. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, wer das hier denn sein soll, weil Hylia ist ja die Göttin.
Im Dorf nennen sie mich nur die Dämonenstatue. Und es kommt noch nicht mal jemand vorbei, um die Hinterlassenschaften der Vögel wegzuputzen. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat. Ob man nicht versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich. Kein Stück. Ich habe lediglich gewartet. Auf jemanden wie dich, der mich versteht. Aber genug davon. So sollen wir uns dann mal ans Tauschen machen? Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich jetzt nicht. Ey! Hallo? Geht's noch? Ich habe eben nichts verlernt. Den Container habe ich ohne Probleme aus dir herausoperiert. Ja. Hey, jetzt gib her. Ah, es ist schön, wieder angebetet zu werden. Ja, her damit. Fühlst du dich ausgetrickst? Ich bitte dich, sieh dir mal das große Ganze an. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also, was darf's sein? Vielleicht habe ich es schon erwähnt, ich bin eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Daher nehme ich Herzcontainer und Ausdauercontainer an, die ich beim Zurückgeben beliebig tauschen kann. Und das ist jetzt cool. Wir könnten jetzt, wenn wir wollten, diesen Container, den er uns abgegriffen hat, in einen Herzcontainer umwandeln, falls wir es halt brauchen. Brauchen wir aber nicht, ich will meine Ausdauer zurück. Exzellent. Und jetzt halt still. Dankeschön, Dankeschön. Also. Du wirkst misstrauisch, aber sei gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deine Container zu tauschen. Das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Willst du einen Container zurück, kostet dich das 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber aussuchen, ob du von mir einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer haben willst. Bete einfach hier zu mir, wenn du Container tauschen möchtest. Und so außenstehend und mysteriös diese Statue auch ist. Sie ist eine sehr, sehr wichtige Statue in Zelda Breath of the Wild. Eine sehr, sehr wichtige Figur in diesem Spiel sogar. Nicht, dass sie jetzt eine storytechnisch große Rolle inne hätte. Oh, wieso regnet es jetzt eigentlich? Ich würde gerne mal hier draufklettern, aber okay. Nur, ja, sie tauscht halt, wie gesagt, Rubine gegen unser Leben oder unsere, sage ich jetzt mal, Zeichen der Bewährung oder anders gesagt die Container aus. Und letztendlich kostet uns so ein Tausch ja streng genommen nur 20 Rubinen, aber das Witzige ist, wir können uns dabei natürlich auch Geld erfarmen. Ja, also wenn wir kurzfristig mal Geld brauchen und wir haben es einfach nicht, 3000 Rubine fürs Haus, dann könnten wir theoretisch all unsere Container bei ihm abgeben und das Geld abdrücken. Natürlich, wenn wir die Stärke aber zurückhaben wollen, müssen wir es ihm wieder abkaufen, wofür wir natürlich entsprechend mehr Geld benötigen. Aber theoretisch ließ es sich so machen, dass wir auch da dann schnelles Geld machen könnten. Nur bei uns lohnt sich das noch nicht. Wir haben schlichtweg zu wenig Zeug. Wir werden so oder so noch... Boah, Leute, ihr seid doch wirklich... Komm, lauf weg. Lauf weg. Komm schon. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ich wollte doch einfach nur... Ach, Link, ich sehe nichts. Die Bockblins werden früher oder später gegen die Leute hier gewinnen. Ja, ja. Nee, wir müssen abhauen. Ich sehe hier noch leider keine Möglichkeit. Alter, die Dinger, die jetzt nerven die aber schon. Wie viele Bockblins sind denn hier, bitteschön? Oh, weg. Wenigstens die Flederbeißer. Ich wollte doch nur ein bisschen Holz sammeln. Ja, wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Wir hauen mal hier weiter ab. Ja, genau. Lass mich mal schön in Ruhe. Ich will nur Holz sammeln. Also, das ist hier schon gut bewacht, das muss man sagen.
Holzbündel. Wobei ich wär besser klug und benutze lieber die Bomben hier, um das zu fällen, damit wir nicht ganz so einen großen Verschleiß haben. Fällt den Wald. Kriegen wir sogar vielleicht zwei damit gefällt? Nein, leider nicht. Shit. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wieso kommt der eigentlich mit einem Besen an? Ja, da muss man halt hier in Breath of the Wild extrem aufpassen, dass wir nicht doch zufällig erwischt werden. Aber an diesen Holzstamm komme ich höchstwahrscheinlich nicht ran. Der steht hier Wache. Na, klasse. Dann müssen wir anderweitig Holz auftreiben. Da ist nichts. Wo ist denn hier noch Wald? Also in Breath of the Wild keinen Wald zu finden, ist schon lächerlich. Nur ich wollte jetzt nicht allzu weit wegrennen und schon irgendwo hier in der Nähe bleiben. Hier ist wirklich alles voll mit Bockblindlagern. Ich glaube, wenn ich mal ein bisschen stärker bin, wird hier mal alles kaputt rasiert. Aber in der Zeit können wir uns mal da vorne dran machen. Da sind wahrscheinlich keine Bockblinds. Ich hoffe es zumindest jetzt. Und zack. Und zack. Eins, ja, Krogfächer sind wirklich nur für Floße gut, aber die werden wir dann noch... Och, Mann. Wie viele Bockblinds sind hier, bitteschön? Komm schnell, sammel das Holz an und hau ab. Mansion Skinners. Ja, ihr kriegt mich nicht. Hehehehe, Edgy Badgy. Oh, hier sind wirklich überall Gegner. Schaut euch das mal an. Da unten sind auch schon wieder welche. Können nur hoffen, dass wir sie nicht aufwecken und... Ach, toll. Ausdauerschrecke. Diese Heuschrecke kann den ganzen Tag herumspringen, ohne müde zu werden. Mit Monsterzutaten gekocht ergibt sie eine Medizin, die die Ausdauer regeneriert. Ausdauerschrecken, das haben wir doch im letzten Part gesehen, dass wir das sammeln müssen. 10 Stück an der Zahl. Ja, das kriegen wir jetzt auch nicht alles hin, das ist auch nicht unser Ziel. Leute, ich will doch einfach nur Holz, aber hier sind wirklich überall schlafende Gegner. Und auch diese Skelettviecher... Okay, lass uns gerade mal in Ruhe, aber das wird nicht ewig so bleiben. Ja, und wir haben den natürlich auch aufgeschreckt. Ach, na klasse. Da komm. Oh, komm, sammelt doch alles ein. Keine Lust, mich mit den Typen jetzt anzulegen. Ich krieg auch einfach keine guten Waffen, ne? Ich habe hier nur Müll. Und der Hammer ist noch zu... Der ist zu wertvoll. Den benutze ich halt, wenn ich wirklich im Ernstfall mal einen Kampf machen will. So, ich glaube, hier ist... Nee, selbst hier sind Gegner. Boah. Leute, ich glaube, ich nehme einfach da vorne das Haus. Ich brauche kein eigenes Haus. Ich nehme hier das Haus. So, Monsterbeißerflügel. Flederbeißerflügel, Entschuldigung. Oh, hier ist ein Schatz drin. Aber wir haben ja auch... einen Waffenplatz haben wir noch frei. Ich glaube, die Fackel hier, die tun wir mal weg. Die haben wir seit Anfang des Spiels nicht einmal gebraucht. Oh, Holzpfeile. 10 Stück, sehr gut. Oh, hier nur Bocklanzen, ne? Also das... Klar, die Waffe ist... Für den Anfang ist sie gut, aber... Wäre mal bei Gelegenheit doch ganz schön, etwas Besseres zu kriegen, als eine Waffe, die nur 2 Schaden macht. Da ist noch ein Baum. Der wird gefällt. Bleib einfach liegen. So. Eins.
viel haben wir jetzt? Lol, genau 30. Gut, dann holen wir uns aber noch ein paar auf Vorrat. So. So. Noch eins. Und noch eins. Oh, was ist das da denn? Verrostete Hellebarde. Früher mag ein stolzer Ritter sie geführt haben, aber sie war so lange Wind und Wetter ausgesetzt, dass die Spitze stark beschädigt ist. Na gut. Hat sich ja sogar noch gelohnt, dass wir jetzt die Fackel weggeschmissen haben, weil mehr Plätze haben wir leider nicht. Oh, hier ist aber auch jede Menge Zeug zu sammeln. Eichel, Rüstling, kann man immer alles brauchen. Das hier sieht irgendwie verdächtig aus. Moment mal. Krok. Ich sag doch, Krok. War klar. Das war klar. Ja gut. Müssen wir nur noch wieder nach Hathene zurückkommen. Und wir sind ziemlich weit gegangen, ne? Ziemlich weit abgehauen. Ah, und die Moblins stehen hier schon Totenwache. Gut, dass wir immer ein bisschen schneller sind als sie. Sollen sie uns doch sehen. Die sehen so witzig aus, die Teile. Mit der Zunge immer. Ich könnte mich schrottlachen. Ich könnte mich echt schrottlachen. Ne, ich auch. Die sind mir zwar ebenbürtig, aber ich kann sie trotzdem irgendwie vom Aussehen her nicht ernst nehmen. Ist hier noch irgendwas? Okay, das ist wohl wieder weg. Das hier sieht aber auch irgendwie verdächtig aus. Naja. Hier ist ein Bienennest. So, Ausdauerhonig genommen und wir hauen jetzt schnell ab. Ah, da war noch eine Ausdauerheuschrecke, schade. Kriegen wir nicht mehr, schade, hätte ich jetzt... Ey, lasst ihr mal bitte hier die Leute in Ruhe. So, direkt, ja und auch die Bocklanze, die hält auch einfach nicht lange, ne? Wir kriegen mit ein paar Bocklanzen den Typen hier nicht kaputt. Der lässt auch seine Waffe nicht los. Komm, lassen wir ihn in Ruhe. Tut mir leid. Du musst alleine damit klarkommen. Ah. Dann hielt er sich auch noch so frech hoch. Nee. Das ist nichts für uns. Wir haben jetzt schon wieder zwei Waffen kaputt. Ah, hier an Waffen zu kommen ist gar nicht mal so einfach. Ich meine, ich weiß zwar, wo es welche gibt, aber die sind erstens viel zu weit weg. Zweitens will ich diesen Ort hier nicht verlassen. Ich versuche schon ein bisschen linear zu gehen und nicht gerade so weit, also nicht mehr als nötig, um hin und her zu teleportieren. Und drittens, selbst wenn wir an diesen Orten sind, wo es diese epischen Waffen gibt, heißt das noch lange nicht, dass wir auch wirklich da dran kommen, da sie teils von Gegnern getragen werden und so weiter. Und Gegner, die wesentlich stärker sind als die Bockblins. Mitunter auch hält sich da ein Leune auf. Und nein, das können wir uns nicht erlauben. So, aber wir sind wieder in Atheno. Gibt es hier eigentlich irgendwas einzusammeln? Ich meine, hier wächst doch was. Das finde ich ein bisschen schade. So Weinreben oder sowas können... Also, keine Ahnung, was das hier darstellen soll, aber... das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass man hier noch hätte was einsammeln können, weil das einfach nur... zu verzieren zu nehmen, obwohl es ja eigentlich ein Garten ist. Aber gut, wir wollen Zelda Breath of the Wild nicht zu einem Farm-Simulator machen, obwohl es wirklich geil wäre. Ich muss zugestehen, es wäre geil, wenn hier auch so eine Farm-Funktion drin wäre, aber irgendwie ist das Gefühl schon in jedem Spiel drin, wo es eigentlich nichts verloren hat. Deswegen, aber vielleicht kommt das ja noch, ne? Also BOTW 2 könnte ja sein. Nintendo lässt sich allerlei Funktionen einfallen.
auf jeden Fall 30 Holz und das ist ja schon mal was. Aber wie sitzt der denn da? Morgen! Hast du die 30 Holzbündel? Ja, habe ich. Sehr gut. Dann nehme ich sie dir mal ab. Jetzt weiß ich, dass es dir ernst ist. Du kannst das alte Haus wie abgemacht für 3000 Rubine haben. Melde dich bei mir, wenn du das Geld beisammen hast. Ja, das ist auch cool, ne? Ich kaufe mir schon mal ein Haus, ne? Aber ich kann es nicht bezahlen. Ich bezahle einfach dann, wenn ich will, ne? Ja, gut. Achso, ich wollte jetzt hier eigentlich nicht aus Hateno rausgehen. Ich wollte mir jetzt mal was anderes anschauen, nämlich etwas, was wir in diesem Dorf noch nicht gesehen haben. Und zwar wollten wir ja noch da weiter hochgehen. Das ist alles so schick, ne? Komm, hol mir mal ein bisschen Chickens. Leckeres Geflügel. Ich bin so dumm. Als ob Link da ertrinkt. Oh. Oh, wir haben das Geflügel aber trotzdem eingesammelt. Okay, dann ist gut. Oh, wer bist du denn überhaupt? Oh, die hat sogar eine Quest. Klavia. Oh, guten Morgen. Oh, du bist nicht von hier, oder? Vielleicht kannst du mir helfen. Ja, guck mal, was ist denn? Kleiner Cut. Siehst du die drei Zedern hoch oben auf dieser Bergkette? Welche Zedern? Ich sehe nichts. Oder sind das hier diese drei Bäume, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, da oben, ganz oben. Mir ist ein altes Buch in die Hände gefallen und irgendwo zwischen den Seiten steckt ein kleiner Zettel. Wenn aus drei Zedern eine wird, stehst du richtig. Geh auf das Meer zu und finde die Prüfung im Fels. Das stand auf dem Zettel. Man muss sicher von den drei Zedern aus in Richtung der Amosia-Küste im Osten gehen. Oh, Amosia, was ist das schon wieder? Diese Prüfung im Fels, das kann doch nur heißen, dass da ein Schatz zu finden ist. Aber ich habe ein Kind und diese verschneiten Berge zu überwinden, das würde ich eh nicht schaffen. Also überlasse ich dir den Schatz. Suche ihn und erzähl mir dann davon. Das sind sogenannte Schreinquests. Das heißt, das sind Quests, die extra für uns da sind, damit wir versteckte Schreine finden können. Und ja, sie meinte ganz da oben diese drei Tannen, die man im Hintergrund sieht. Aber ja, da erstmal hinzukommen, das ist ja auch wieder ein Weg. Hier ist noch eine Quest. Was ist denn jetzt hier los? Du. Was? Nee. Ich hab nicht genug Ausdauerschrecken. Tut mir leid. So, wo geht's denn jetzt eigentlich als nächstes hin? Ach genau, da geht's weiter. Genau. Stimmt, in diesem Teil von Hateno waren wir ja noch gar nicht. Das fällt mir jetzt erstmal auf. Einfach so in fremde Häuser reingehen, wo wieder mal keiner drin ist. Das hier Haus ist doch nur eine gespiegelte Version des anderen Hauses. Also dieser Häuser, wo ich im letzten Part erwähnt habe, dass sie irgendwie so ein bisschen copy-pasted sind. Aber ich finde es halt trotzdem gut gemacht. Wenigstens haben sie es hier gespiegelt. So, wir müssen den Baum ja nicht gleich kaputt machen. Solange wir Äpfelchen bekommen, reicht mir das Ganze völlig. Ich hoffe nur, dass dieses Copy-Pasten jetzt nicht bei jedem Haus hier der Fall ist. Wobei, das hier sieht schon ein bisschen anders aus. Ist es tatsächlich auch. Oh, schön. Einfach mal auf den Tisch klettern. Kann man hier eigentlich auch Gegenstände umschmeißen? Nein, kann man nicht. Wir sind nicht in Skyrim. Oh, hier ist sogar jemand drin. Was hat er denn zu sagen? Rodante. Bin ich schon wieder an der Reihe? Nanu, wer bist du denn? Wegen der Arbeit muss ich die ganze Nacht zum Tage machen. Lässt du mich bitte noch etwas schlafen? Ja gut, das kann ich natürlich verstehen. Dann stören wir nicht weiter. Es hat wohl seinen Grund, dass Menschen ihre Häuser verschließen, damit man nicht lediglich nur einbrechen kann, sondern dass sie auch einfach ihre Ruhe haben, ne? So,
Äpfel, Äpfel, Äpfel. Was ist denn hier mit der Mühle? Kann man da auch rein? Hab mich schon so lange nicht mehr... Immer diese Ausdauerschrecken, die mir abhanden gehen. Das ist schon ärgerlich. Schön. Man kann jedes Haus betreten. Das muss man wirklich sagen. Man kann hier wirklich alles betreten. Also, es gibt hier kaum Bereiche, wo man nicht hinkommen kann. Wenn überhaupt. Und, das ist schon toll. Das ist auch nicht bei jedem Spiel selbstverständlich. Da werden dann ewig viele Häuser gemacht, aber man kann sie nicht betreten. Und dann frage ich mich, wofür sind die Häuser eigentlich da? Ein Haus sollte in einem, vor allem in einem sehr modernen Spiel, ne, sollte es schon so sein, dass man das auch wirklich betreten kann. Ocarina of Time kann ich sowas zum Beispiel verzeihen, weil 1998 und so weiter, ne? Aber gerade bei neueren Spielen, die auch vorgeben, Open World zu sein oder auf jeden Fall, wo ist eigentlich mein Pferd? Wo ich jetzt gerade hier den Typen gesehen habe, ist mir das aufgefallen. Wo ist mein Pferd? Also es scheint mich nicht überhört zu haben. Och, Moment, ich sehe es. Es kommt, oder? Tatsächlich, es kommt hoch zu mir. Ach, wie cool. Wie cool, wie cool, wie cool. Komm, Himmelfell, wir machen den Rest zusammen. Das sah jetzt auch interessant aus. Oh, halt, hier müssen wir mal kurz Pause machen. Upp. Nicht zu weit rein, Himmelfell. Hateno Bauernhof und Hateno Institut. Okay. Ach, hier sind schon wieder ein paar Äpfel. Komm schon, die wollen wir uns aber mitnehmen. Bin ich denn doof, oder was? So. Hateno Bauernhof, das scheint doch schon auch... oh, hier sind auch viele Leute. Das hat schon bestimmt eine besondere Bedeutung in dem Spiel hier. Wenn das auch extra beschildert wird, wer bist du dann? Ja... Guten Tag. Ha, guten Tag. Mehr sagt er nicht? Okay. Einfach ein netter Mensch. Ich hasse diese Monster. Oh, okay. Ja? Was machst du hier? Schau nicht so unschuldig. Hä? Du siehst allerdings nicht so aus, als hättest du was damit zu tun. Ja, womit denn überhaupt, bitteschön? Oh, nette Lady. Am Hateno-Strand treiben sich Monster herum, die meine Schafe stehlen. Deswegen stehe ich etwas neben mir. Wenn das so weitergeht mit meinen Schafen, dann, ja. Schabernack mit Schafen. Ey, diese blöden Bockblinds sind aber auch hinter allem her. Also wir sehen schon, auch wenn hier immer echt gute Laune ist, die Musik von Hateno auch richtig gemütlich ist, trotzdem gibt es immer wieder ein bisschen Ärger. Aber gerade so, dass die Atmosphäre nicht zu düster ist. Heugabel nehmen wir uns mal direkt mit. Hält zwar nicht lange, ist aber relativ stark. Und wir haben jetzt gerade keine gute Hauptwaffe, ne? Ich hätte mal wieder ganz gerne ein Schwert. Also sich einfach so zu diesen Stieren hier hinzuwagen, da hat Link aber auch so seine... Ja, sag ich mal... seine eigenen Ideen. Ich würde es mich nicht trauen, auf so einer Weide direkt vor die Stiere zu gehen. Oh, das Floß ist festgemacht. Warte mal. Können wir das irgendwie zerschneiden? Oh, vielleicht geht's mit der Axt. Ja, es geht mit der Axt. Damit das Floß nicht wegfliegt, denn der Wind lenkt das Ganze. Und genau das machen wir mit den Krogfächern. Das wollte ich euch ja unbedingt immer mal gezeigt haben, dass wir mit dem Krogfächer einen Floß antreiben können, damit wir hier gar nicht erst ertrinken müssen. Und auch keinen aufwendigen Weg suchen müssen, denn dieser Baum hier, der sieht mir doch schon recht auffällig aus. Bestimmt ist da ein Krog versteckt. Das sieht ganz schwer nach Krog aus. Das ist schon etwas zu verdächtig.
Boah, der Baum ist aber auch ziemlich groß. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht runterfliegen. Ja, da ist schon ein Stein. Da ist schon ein Stein. Das ist 100 pro ein Krog. Wehe, wenn jetzt nicht. Na sicher. Na sicher. Ui, du hast mich entdeckt. Und noch ein Krog-Samen. Das war abzusehen. Halt, wo ist denn jetzt das Floß hin? Hä? Ach da. Oh, es treibt weiter. Ja, ja, die Physik des Spiels hier ist gut gemacht. Oh. Zack, zack, zack. Ein bisschen weiter darüber. Nein! Es ist natürlich auch ein schönes Planschbecken. Link könnte das natürlich auch jetzt so erreichen, aber warum so erreichen, wenn wir auch mal das Floß benutzen können? Man sieht immer wieder neue Dinge in dem Spiel und das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich glaube nicht, dass ich diesen Krog hier im ersten Durchlauf gesammelt habe, aber das ist halt auch einfach der Vorteil, wenn man sich bei diesem Spiel hier Zeit lässt. Wenn man sich bei diesem Spiel hier Zeit lässt und versucht durchzuwaschen, dann erlebt man die Hälfte des Spiels überhaupt gar nicht. Und es ist einfach so schön, es ist so ein schönes Spiel. So, reden wir mal noch mit ihm. Was kann er? Ja, Tag auch. Sag, bist du ein Reisender? So, aha, Weißt du, ich habe deine Aufgabe und du siehst aus, als wärst du genau der Richtige dafür. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was es ist. Ja, also, es tut mir im Herzen weh, aber ich möchte dich bitten, tief im Ex-Paar-Wald Hirsche für mich zu jagen. Es gibt einfach zu viele von ihnen und sie zerstören den Wald. Hirsche zerstören den Wald? Gut, es gibt ja tatsächlich sowas wie Übervölkerung, auch im Wald. Also erlege bitte innerhalb von einer Minute so viele Hirsche, wie du kannst. Jetzt aber nicht. Ich behalte es mir im Hinterkopf, ja? Ach so, wir können uns das nicht merken. Das ist ein bisschen schade. Das ist sehr, sehr schade. Aber nun ja, wie es hier weitergeht, wir gehen im nächsten Part ins Hateno-Institut. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht abgelenkt werden und wirklich auch dahin kommen. Ich denke nicht. Und werden dann, ja, schauen, was es da zu sehen gibt. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch da und ciao.